und herzlich willkommen zu Yoshi's Woolly World! Sorry, dass alles gerade hier so dunkel ist, aber es ist immer noch mega scheiße heiß. Mami, I die inside. Deswegen seht ihr jetzt die ganze Zeit, wie mein Gesicht mega hell angestrahlt wird. Dann wird es auf einmal grün, weil der Bildschirm natürlich vor mir steht und dann alles die Farben changed. Oh mein Gott, sieht so depressing. Weil ich habe halt meine Rollos fast ganz runter und deswegen... Ich kann gerade nicht anders. Das geht einfach gerade nicht anders. Und ich habe jetzt alles komplettiert bis zu diesem Punkt. Und wenn ich sehr stolz drauf, hat aber auch lange gedauert. Und ich habe nicht alles ohne Komplettlösung geschafft. Oh mein Gott, Bubble Shit. Yeah, und die fetten Batzen. Ich liebe die fetten Batzen. Batzen vor allem. Ich wusste doch, dass ihr was wisst. ich habe nämlich auch alle Stempel und die ganze Scheiße, die dazugehört, habe ich mir alles geholt, einfach weil ich es kann. Das sieht so aus, als ob die das kaputt machen könnten, die Arschkriechteile. Vor allem die Arschkriechteile, what is happening? Bjing, yes, du bist mein. Und ich habe schon wieder den falschen Modus drin. Immer wenn ich auf meinem zweiten Spiel schon spiele, habe ich nämlich den anderen Modus. Und dann vergesse ich den, nein, nicht kaputt machen, nicht die Blobel. Aber warte, hätte das irgendwas gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Ah, doch, mach kaputt. Los, mach kaputt. Mach den Bubble kaputt, weil hier muss ich hin. Aua. Aber mach mich nicht kaputt. Zerstöre nicht mein Leben. Mega dramatisch, ey. Man kann hier noch mehr betreiben. Was? What? Ah, Moment. Ich brauch den doch, oder? Ich muss bestimmt hier links irgendwie hin. Buam, buam, bubble, bubble. What is happening? Warte, kann ich ihn mitnehmen? Und jetzt so, bzing. Nein, nicht so ganz. Aber was ist, wenn ich das mache? Toll, was? Das kann die Blobble nicht zerstören. Oh mein Gott, Blobble des Todes. Der ist so super scary. What? Hä? Verstehe ich nicht. Da wäre bestimmt irgendwas Geiles gewesen. Und ich habe es verkackt, aber ist okay. So, jetzt warte ich kurz. Oh, ich glaube, das war nicht so gut. Ah, Blobble, rette mich. Aber ich dachte, irgendwie, da wäre was Bashligeres. Das ist ja jetzt doof. Bjing und bjing. Und da ist irgendwie so ein Typ in der Wand am Kleben. Ah, warte, warte, warte. Ich sehe schon. Aha, bjing. Yes, komm, hier Typ, der in der Wand klebt. Yay, stop it. Wait a minute. Nein. Oh, sind das nervige Scheißkinder, Onge. Warum gibt es die überhaupt? Oh Gott, ich komme mit meinem genervten Shit hier. So, jetzt geht's weiter. Oh, ich freue mich. Oh, ich freue mich voll auf das Spiel. Also, das jetzt zu spielen, weil ich habe einfach mega Bock drauf. Oh, stop it. Wait, wait. Ich komme hier nie mehr hoch, weißt du? Was ist das denn? Ich möchte doch nur hier hoch. Oh Gott, und das ist auch eine dumme Asi-Bitch. Der zerstört alles. Der zerstört mein Leben. Oder ich cheate mich einfach hoch. Geht natürlich auch. Sorry for cheating, but it's so much fun to me. Oder so. Ey. Oh, fette Blobbelblase. Warte, kann ich die mit einem Stammsprung zerstören? Ich würde es gerne probieren, aber nicht, wenn der Abgrund genau unter mir ist. Man könnte vielleicht eine bessere Gelegenheit finden. Eventuell. Bjing. Das braucht keiner. Hä, warum? Hä, warum hatte ich nochmal alle Leben nicht voll? Bjing. Gib mir Bjing. Nein, gib mir nochmal Bjing. Jetzt gib mir doch einfach Bjing. Yes. Hä? Wie jetzt? Warum komme ich da nicht hoch? Ich will da doch nur hoch. Hier, die Blobbelblase nehme ich jetzt. Die Blobbelblase hat mir geholfen. Yes. Thank you for being Blobbel. Oh mein Gott. Mami, ich habe immer so Angst zu sterben. Und es ist so heiß, es ist so heiß. Also momentan geht's noch, weil es hat letzte Nacht geregnet. Und ich war übrigens letzte Nacht bis 3:30 wach. Es ist so unglaublich geschehen. Ich habe ja mit den anderen an dem Tag noch die Fanfiction vertont, die ich geschrieben habe. Weil ich, aua, Hässler und Bitch. Weil ich habe ja die ganze Zeit gesagt, so, yeah, ich schreibe meine eigene Fanfiction so als Musterbeispiel. Und natürlich habe ich das auch gemacht und habe mich dran gehalten. Weil es eigentlich voll Spaß macht. Also es ist irgendwie was, was mir richtig Freude gemacht hat, muss ich sagen. Auch wenn es irgendwie vielleicht irgendwie merkwürdig klingt. So, ja, also ich habe eine Fanfiction über mich selber geschrieben und es hat super viel Spaß gemacht. Aber ich finde, man könnte das eigentlich fast als Roman verkaufen, wenn da jetzt nicht so, ja, so normale existierende Charaktere drin vorkommen würden. Weil das ist halt einfach das mega Komische darin, wenn dann irgendjemand so ein Buch lesen würde, was von wem geschrieben ist, der über sich selber schreibt. Ich meine, das klingt ja voll dumm und egozentrisch und so. Ich meine, das ist es ja letztendlich auch, aber das habe ich ja nicht gemacht, weil es mir so sehr Spaß macht, über mich selber zu schreiben. Oh nein, die gehen kaputt. Oh mein Gott, so afraid of dying. Warte, stopp, stopp, stopp. Das habe ich ja gesehen.
Und so. Auf jeden Fall haben wir die 3 Stunden lang vertont, was richtig krass war. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so krass lange dauert, aber es war mega lustig. Hat einfach so viel Spaß gemacht. Und ich habe das Video dann halt nachts noch geschnitten, wo dann sowieso alle schon weg waren, wo keiner mehr mit mir Minecraft spielen wollte. Ja, und da habe ich dann halt direkt mal die ersten 40 Minuten von geschnitten und es war halt echt super lustig und ich konnte irgendwann nicht mehr aufhören und dann habe ich einfach gesagt, ne, jetzt hörst du auf, weil sonst wird es nachher noch irgendwie 5 Uhr oder so und das wäre nicht mehr so geil, weil ich meine, es war ja so schon ziemlich spät, wo ich das um 3:30 noch gemacht habe, aber also 5 oder so muss jetzt diesmal wirklich nicht sein, oh Gott, Hilfe. Oh, die fetten Blobbel. Nein, 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 noch mehr fette Blobbel. Ah! Bzing und bzing. Und ich war gestern bei meinem Badminton-Aktivurlaub-Ding. Also es wird immer veranstaltet von unserem Badminton-Verein. Und da kommen da neue Leute hin und sagen so, hi, guck mal, hier sind wir spielen jetzt mit und so. Also es ist eigentlich im Prinzip eigentlich nur zum Anwerben von anderen Leuten gedacht. Und ich wollte da halt hinkommen, um ein bisschen mitzuhelfen und so. Weil ich ehrlich gesagt noch gar nicht wusste, was sie da machen und so. Und ich das letzte Mal ja auch nicht da war. Und deswegen hat mich das schon interessiert. Oh, so ein Bitch. Nein, jetzt komme ich immer noch nicht an das Ding dran. Ja, das hat mich auf jeden Fall interessiert und deswegen bin ich hingegangen und da wurden dann auch ein paar Sachen gemacht und wir haben Sport gemacht bei irgendwie 34 Grad draußen oder so. Ist natürlich niemand gestorben, nein, aber in der Halle war es wirklich richtig kühl. Und das hat mich voll geflasht, das hätte ich auf keinen Fall erwartet, weil die haben das vorher in die WhatsApp-Gruppe geschrieben und ich so, what the fuck, es soll kühl sein, glaub ich never Eva. Aber es war halt echt so und das fand ich schon interessant irgendwie. Aber das war ja super anstrengend, weil sobald man sich bewegt, ist natürlich dieselbe Scheiße in grün einfach. Weil es dann genauso schlimm ist. Oh, yes, ich habe fast alles. Oh mein Gott, such a Pro-Skiller. Oder so ähnlich. Aber ich finde die Welt auch super cool. Ich liebe die einfach. Die macht total Spaß, weil hier alles so bunt und keksig und toll ist und Süßigkeiten-Shit und so. Das macht Spaß. Und am Ende habe ich auch 2 Spiele mehr gespielt, als ich eigentlich spielen wollte, weil ich war so fertig. Wir haben nämlich so eine Art Sportabzeichen quasi gemacht und das war eigentlich voll cool. Oh, Mami, wait, please. oh, nein. So. Also das war eigentlich ganz cool. Und wir haben dann nachher halt auch ganz normale Spiele gemacht, also Doppel und so ein Gedöns. Und da haben mich dann immer Leute gefragt, ey, willst du nicht mitspielen? Willst du bestimmt mehr spielen? Und ich wollte eigentlich nicht mehr spielen, weil ich super kaputt war und einfach nicht mehr konnte, weil es so heiß war. Weil man hat die Temperatur drin nicht gemerkt, aber wenn man sich bewegt hat, dann ist das natürlich was ganz anderes. Und da war es schon krass heiß nachher. Und dann habe ich noch Speedminton gespielt. Das ist ja so eine, ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt. Das gibt es auch beim Aldi und Lidl immer zu kaufen. Das ist so die größte Scheiße ever, die eh nicht funktioniert, die man meistens für 5 Euro kaufen kann. Oh, oh. Die dann irgendwie so voll für den Arsch ist und die kein Mensch braucht. Aber es ist halt immer, ah, da oben ist bestimmt irgendwas, wenn man da hingeht. Auf jeden Fall war es total lustig, weil der Ball einfach so durch die ganze Halle geflogen ist. Ich weiß nicht, wie man das irgendwo anders machen soll, bitte. Oh mein Gott, ich blobbel die ganze Zeit hin und her. Ah! Ich habe keine Ahnung, wo hier was sein kann. Ich hätte eigentlich gedacht, da links oben, dass da vielleicht was ist. Aber hier oben, das sieht auch eigentlich ziemlich verdächtig aus. Deswegen gehe ich wahrscheinlich erstmal dahin. So. Nein. Jetzt geht doch. Oh, jetzt wird es auch noch höher. Jetzt noch ein Bitch. Ich chip mich einfach dahin. Ich gebe so einen Fick drauf. Ey. I will do it. Ich weiß, das erfreut euch jetzt bestimmt sehr, dass ich die ganze Zeit so rumcheate. Aha, warte, ist das der Boss? Ach, das ist der Tower-Boss mal wieder, ne? Ach, ich vergesse aber, dass es einen Tower-Boss gibt. Aber die Bosse sind ja alle so lächerlich, dass ich das generell vergesse, dass es Bosse gibt, ey. Aber die sind echt wirklich sehr, sehr leicht. Also es ist schon ziemlich lächerlich. Es wäre besser, wenn es schöne Bosse gäbe, die wirklich irgendwie eine Herausforderung wären. Ich weiß, ich motze jetzt die ganze Zeit rum und dann kommt bestimmt so ein Boss, der ist mega hyper. Und warum überspringt das? Oh mein Gott, ich fetz ja mega rum. Ah! What? Wait. Wie? Don't get it? Muss ich die Teile von dem auffressen oder wie muss ich das machen? Ah, warte mal. Bing. Achso, dann muss ich einfach ummachen. Oh, immer dieselbe Scheiße. Immer dieser Stammsprung. Können die sich mal nicht was Neues einfallen lassen? Hier ist das Problem. I don't get it at all. Bing. Oh, what? Also das war jetzt irgendwie neu, weil sonst die ganze Zeit, wenn Gegner angegriffen haben, dann war das so scheißegal, weil das einfach so gar nichts gemacht hat. Huch, stop it, stop it, stop it. Weil wenn die diese Stampfattacke gemacht haben, dann gab es nie so Druckwellen, obwohl das eigentlich so voll Standard ist, vor allem so bei Mario und so. Das kommt das voll oft. Was wollt ihr? Dürfkippel, ihr seht hässlich. Okay, warte, Druckwellen. Nein, au! Mann, was soll die Shit? Oh mein Gott.
Hab einfach so 30 von denen. Übertreib man nicht, boy. Also das wird hier jetzt schon ziemlich gut. Aber es ging trotzdem voll schnell. Was ist denn das? Das ist immer dasselbe Schema. Das finde ich schon nervig, muss ich echt sagen. Also das ist eine Sache, die mir am Spiel nicht gefällt. Aber ansonsten finde ich das in sich total stimmig und schön, muss ich echt sagen. Und ich habe fast alles. Oh mein Gott, Bro. Mir fehlen nur die Stempel. Was? Tommy is really goy. Goy. Wow, sexy. Was zur Hölle. Ja, ist wirklich mit Goy. Übrigens wollte ich das Spiel eigentlich mal im Multiplayer zusammenspielen, aber das sage ich irgendwie bei jedem Let's Play so. Also eigentlich wollte ich das hier nur mit jemand anders spielen, aber in Wirklichkeit habe ich ja einfach keine Freunde. Doch schon, aber irgendwie, keine Ahnung, man kommt ja nie dazu. Und wenn man die Leute fragt, dann sagen die so, ja, yeah, so irgendwie will ich hier nicht. Oder so. Also es gibt Leute, erstmal die eine Hälfte von meinen Freunden ist entweder kamerascheu, die zweite Hälfte zockt nicht gerne und hat keinen Bock auf sowas. Und die anderen, die bewegen ihren Arsch nie irgendwo hin. Die sitzen einfach dann nur zu Hause und haben nie Bock, irgendwas zu unternehmen. Und das ist super depressing. Das hasse ich eigentlich. Oh mein Gott, ich kann Küken mitnehmen! Ah, that's so cute! Stop, wait. Was machen die? Ich kann Küken mitnehmen! Das ist super cute! Oh mein Gott, I love it so much. Boah, cool. Ich liebe das. Ich meine, guckt euch das an, wie viel Innovation das einfach ist. Ich liebe das so sehr. Ah. Ich weiß, ich habe das ja schon mal gesagt, so von wegen, ja, ich finde richtig gut, dass in jedem Level irgendwas Neues ist. Und das flasht mich einfach so. Ich finde das richtig cool, muss ich echt sagen. Es gibt selten sowas, was mich so fasziniert, weil es wirklich in jedem Level ist. Das ist richtig krass. Weil sonst hat man wirklich immer so Spiele, wo vielleicht jetzt so eine Welt immer irgendeine neue Sache ist. Aber hier ist einfach in jedem Level irgendwas, was einen so richtig flasht und cool ist. Das finde ich super. Warum muss man eigentlich immer die Eltern töten? Also irgendwie... Tut mir das leid für die kleinen Spätzchen. Und hier ist nichts. Ich wollte eigentlich den Modus wieder umstellen, aber ich habe schon wieder vergessen. I'm so great. Bzing. Irgendwie tut mir das leid, wie ich die so voll in den Kopf klatsche. So, wait. Ist es auf Zeit gerade? Das wäre natürlich nicht so nice. Deswegen weine ich mich jetzt ein bisschen. Aber ich glaube echt nicht, dass es auf Zeit ist. Weil das wäre echt zu viel Shit, die man dann auf Zeit holen müsste. Und hier sind so viele nebulöse Wolken. Oh mein Gott. Ist hier nicht was? Sieht so voll so, guck mal, hier ist ein Secret. Look at me. Und so, stop. Das sieht nämlich ja wohl nur mit. Wie mach ich das? Ah, bjing. Bjing. Wie dumm war das denn? Okay, das hat mir super viel gebracht. Danke dafür. Aber da gehe ich natürlich nochmal hin. Voll komisch, dass die Babys einfach immer wieder neu produziert werden. So, hier sind jetzt einfach noch mehr Babys für dich. Keine Ahnung, wo die herkommen, aber die sind jetzt einfach da. Voll random irgendwie. Und warum liegen da so ganz viele Babys? Sehr komisch. Oh Gott, hier habe ich ja schon mal Angst. Weil sieht voll nach einer Stelle aus, wo man einfach runterklatschen kann. Und ich will nicht runterklatschen. Weil runterklatschen tut weh. Was zur Hölle? Sieht ja voll merkwürdig aus. Ich habe so kleine, süße Kükenbabys und dann auf einmal so ein fettes Ding. Achso, das geht dann einfach weg. Hier oben ist aber auch irgendwas. Guck mal, das sieht voll super mysterious aus. Und es hat gerade Bjing gemacht. Ich habe genau das Bjing gehört. Habt ihr auch das Bjing gehört? Ich habe es gehört. Oh, den hätte ich bestimmt für irgendwas Wichtiges gebraucht. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Warte, ich fetze dir mal so ein Ding ins Gesicht. Haha. Was? Ah. Ach, dann hätte ich... Nein, was tue ich denn? Und die Küken gehen einfach weg. So, oh nee, jetzt wollen wir dich nicht mehr als unsere Mama. Du bist nämlich so dumm für uns. Voll nett. Hä? Nein. Kann man nicht so irgendwie machen? Nein, kann man nicht. Hä? Und wie zerstöre ich die dann? Ich meine, ich habe ja eben so ein Ding gekriegt, aber ich habe das ja direkt weggeworfen, weil ich in die kleinen Küken gesprungen bin. So, warte. Scheiße, das geht ja gar nicht. Ah, fucking shit. Jetzt, what? Okay, oder man cheatet sich einfach dahin. So geht's natürlich auch. Ja, ich kann es halt, wa? Und so. Oh Mann, warum sind hier so viele von den scheißen Pflanzen? Das sieht immer so voll mysteriös aus, als ob da irgendwas wäre. Oder es gibt irgendeinen Geheimtrick, dass man die doch wegkriegen kann. Okay, warte, also hier muss der auf jeden Fall hin, nach unten. Wow, wait. Ah, Hilfe. Was soll das? Okay. Hä, das war irgendwie sehr auffällig. Der letzte Bommel kommt nämlich jetzt. Willst du mich eigentlich verarschen, ey? Den einzigen Bommel, den ich in meinem Leben kriege, verpasse ich auch noch so krass heftig, ey. Was ist das denn bitte? Ist ja vollkommen lächerlich. Mann, ey. Hate it so much. Aber hier unten, das sieht auch voll auffällig aus. Moment. Hehehe. Und da ist einfach gar nichts. What? Warum gehst du einfach weg? So, Fred auf dein... Ha!
Oh Gott! Hilfe! Der Schmerz ist so groß. Okay, von unten muss man ran. Das ist auch alles voll leicht. Also irgendwie sind viele Sachen richtig offensichtlich gerade. Das ist komisch. Vor allem, hey, könnt mir gar nichts. Dusche, dusche, dusche. So, jetzt muss ich wieder die Mutter töten. Oh, das tut mir so leid. Warum muss ich die töten? Warum geht die nicht einfach weg, weil sie weiß, dass jetzt eine neue Mutter da ist, die sich um ihn sorgen wird? Ah, das kann man auch machen. Okay, gut zu wissen. Whatever. Yes. Aber das ist voll gemein. Ich will die nicht töten. Guck mal. Die sehen so cute aus. Die sind eine kleine, süße Familie. Kann man die... Ist es wenigstens so, dass sie am Ende des Levels wiederkommt und sich ihre Babys wiederholt oder so? Das wäre mega süß. der zerstört mir das nicht. Okay, das hätte ich nicht gewusst. Bjing. Ah! Ist hier irgendwas? Oh wow, ich bin gerade an so einer unglaublich praktischen Stelle, wie man sehen kann. Ah, bjing. Ich habe immer das Gefühl, diese Viecher zerstören mir das, aber machen die eigentlich gar nicht. Sehr, aber irgendwie so aus. Wie soll ich das denn jetzt? Ach, warte, stopp, okay. Ich habe einen Plan. So, jetzt mach. Jetzt destroyst du sie alle. Du destroyst deine Freunde. Du bist super gemein. Oh mein Gott, warum bin ich so dumm? Warum? Was passiert die ganze Zeit? Oh mein Gott, warum bin ich so dumm? Warum bin ich so dumm? Wenn ich gegen den komme, sterbe ich dann auch? Das wäre voll gemein, weil eigentlich... Nee, warum denke ich überhaupt die ganze Zeit drüber nach? Das ist doch voll traurig. Die sterben sowieso. Und das ist super depressing und das wird niemals was daran ändern, dass es super depressing ist. Wie komme ich da hin? Kann ich einfach durchspringen? Stimmt, oder? Einfach so. Hehe. Gecheatet. Lululululululul. Jing, 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 jing. 3 Jahre später. Ha, jetzt bist du tot endlich. Vor allem war das bestimmt voll dumm, weil ich jetzt diese ganzen Viecher hier brauche. Oder auch nicht. Oh Gott! What? Das stelle ich mir irgendwie scheiße vor. So, mal schauen, wie es funktioniert. Nein. Ich habe das Gefühl, das geht sofort weg wahrscheinlich. Dann mache ich einfach noch eins. Oh mein Gott, war das Glück! Shit, die Kakafuzzi! Mega Glück gehabt. Oh Gott! Wie das Ding einfach fast in den Abgrund fällt. Das ist schon krass. So, next checkpoint. Und so. Wir haben einfach fast alles. Ich find's nice. Hehe. Nee, ist ja schön. So, was muss ich hier machen? Geht einfach weg. Geht weg. Geht weg. Ich brauch keiner. Geht weg. Geht weg. Ah, warte, ich brauch euch. Oh mein Gott. Wie ich das gerade gesagt habe. Ich brauch euch. So voll. Oh mein Gott. Sonst ist mein Leben destroyed. Das war dumm. Das war super dumm. Das war super, super dumm. Okay, warte. Nein. Das war immer noch dumm. Nein. Oh mein Gott. Nein, das kann ich gar nicht mehr schaffen, oder? So, aber wenn er jetzt hier drauf landet und ich das hier hinkicke. Bang, yes, bang, bang, into the room. Ich weiß, ah nein, ich habe keine mehr. Soll ich das jetzt machen? Ah, ich habe Angst. Bjing, yes. Wow, das war ja super schwer zu kriegen. Hä, vor allem so voll offensichtlich, nicht mal versteckt. Oh mein Gott. Ah, bjing. Komisch, sehr komisch, aber ist egal, so. So, jetzt haben wir das Level auch geschafft. Voll gut, ich habe beide Level fast komplett geschafft, nur dass mir Stempel fehlen. Swag, 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 swag. Die Stempel sind einfach das Nervigste, weil man die auch nicht wirklich in der Komplettlösung nachgucken kann. Weil dann muss man die immer so in einem ganzen Walkthrough sehen, wenn man wirklich nichts mehr findet, was man schon komplett durchgeguckt hat beim Durchspielen. Und dann findet man die meistens nicht. Das ist so nervig, wenn man jede einzelne Ecke durchsuchen muss. Das hässe ich wirklich ziemlich. Aber ich würde sagen, wir beenden erstmal den Part hier. Wäre schön mit euch, schreibt mir was Nices in die Kommis und dann sehen wir uns. Bye!